Ich mache ja einfach mal wieder an. Und dann müssten wir auch schon wieder drauf sein. Na, Bulldogger aus. Also ich habe keine Bulldogger an. Naja, nö, ich hatte noch an hier. So. Wir hatten gerade 5 Zuschauer während du... Wir hatten 5 Zuschauer, sehr schön. Ja. Jetzt haben wir noch 4, also ist noch irgendeiner mehr drin. Fuck, die Bulldogge ist es. Die Bulldogge macht mehr Zuschauer wie der ganze Stream. Also ich habe keine Bulldogge an. Naja, nö, ich hatte noch an hier. Ah, so. Jetzt war ich kurz doppelt im Stream drin. So, jetzt. Pause weg, Bild weg, Scrabble-Nauts. Jetzt müsste man wieder drin sein. Der Greenscreen sieht beschissen aus. Jetzt krisselt er so richtig rum. Ich versuche das nochmal kurz einzustellen. Ne, wenn ich das jetzt umstelle, das wird nicht. Jo. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Das ist jetzt erstmal wieder zu finden. Sozusagen eine weiße Wand im Hintergrund aus, oder was? Nee, die grüne. Ich habe mittlerweile ein grünes Laken hier hängen. Ha! Mensch, du Pro. Naja, aber so richtig mit der Belichtung haut es noch nicht hin. Was, man darf keine Links teilen. Man darf keine Links teilen? Ja, wenn das ein Mod gesehen hätte, ne? So, wir sind wieder in den Hüfchenhöhlen. Höhen. Und hier war irgendwas, was wir noch nicht gemacht hatten. Fliegend. Ja, ohne dass du hier fliegst, geht überhaupt nicht. Schnell und fliegend. Irgendwo gab es noch was zu tun. Aber wo? Kannst du dir das irgendwie anzeigen lassen? Nee, ne? Doch, ich habe diese komische Sicht, aber da zeigt mir nicht immer alles an. Hier ist ein Stern, den man noch hätte so holen können, aber... Ah, nee, hier, doch. Einfach blind gewesen. So. Hast du es gelesen? Ja, ja. Keiner will dich als Mod. Ja, aber das ist ja die Aufgabe eines Mod. Man ist nicht immer der beliebteste als Mod. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Bin ich da, um mir Freunde zu machen. So, weg mit dem Alten. Wir sollen die Stadt verschönern. Es ist an der Zeit, die Umgebung zu verschönern. Reiße als erstes dieses alte Gebäude ab. Nimm den bösen Wolf und puste, bis es weg ist. Böser Wolf. Böser pustender Wolf. Nein. Nein. So, Notizblock, Adjektiv. Pustend. Passend, pastös, plagend, pochend. Nein. Der böse Wolf will nicht. Schade. Wie werde ich den jetzt am dümmsten los? Ich kann ihn ja hätscheln. Nein, das wird nix. Ich werf ihn mal besser weg. So. Ich glaube doch damals dieses Gameboy-Spiel, wo du große Häuser so platt getrampelt hast immer. Mit so einem King Kong oder sowas. Kannst du deinen stampfenden King Kong auf das Haus setzen? Stampfender gigantischer Gorilla. Es gibt kein stampfendes. Trampelnd. Trampelnder. Nein, nicht schlafender. Trampelnder. Träufelnder, trampeliger. Trampeliger. Nein. Doch, er hat's kaputt gemacht.
Hat funktioniert. Ja, siehst du, auf so ein Ungetüm kann man sich doch immer verlassen. Das ist richtig. Jetzt gib mir einen Schnuller und ein Diadem. Ja, ist schon weg. Das ist schon weg. Ein neues Gebäude muss an diesem leeren Platz stehen. Erschaffe einen Ort, der den Bürgern gefallen wird. Ein Profin. Nimm die Homer Simpson Abrissbirne. Nein, wir sind schon einen Schritt weiter. Wir brauchen aber Homer Simpson ist ein guter Tipp. Stell doch einfach das Haus von den Simpsons dorthin. Was soll ich denn da eingeben? Ich gebe das jetzt ganz einfach an den Chat weiter. Ich brauche einen Ort, an dem sich die Bürger wohlfühlen. Dann warten wir mal. Na? Burger King. Ah. Mir wird nicht angezeigt, wie viele hier drin sind. Eine Bar ist ein Tipp. Eine Bar. Das Puzzles. Eine Bar. Das Puzzles, jawohl. Was? Kneipe. Die kleine Kneipe. Das ist eine große Kneipe. Und die Village People können zu Gast. Noch lebenswert ist. Bam, 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 bam. Es ist der Eröffnungstag. Teile den Leuten mit, dass das neue Gebäude fertiggestellt ist. Ganz viele Hooters Girls. Dann läuft das von ganz alleine. Hooters findet er nicht. Ich nehme jetzt einfach hagere Girls. Tobi, du solltest nicht immer gleich mal, auch wenn ich immer gleich die Tipps sage, es tut mir leid, ich sollte mal die Klappe halten. Wir müssen jetzt mal mehr die Leute noch mit einbinden. Ja, hat eh nicht funktioniert. Also, wir brauchen... Gibt's das Adjektiv barbusig nicht? Ein großer Schlüssel, ein Megafon. Megafon. Haben wir hier? Ja! Und solche Luftschlangenclowns sind von alleine mitgekommen. Und Superman, der muss auch dabei sein bei der... Wir haben das Sternlein auf jeden Fall gekriegt. Level vervollständigt. So, sehr gut. Da oben ist immer noch die bärtige Frau. Irgendwie, wenn wir mit so einem Areal fertig sind, sieht es immer aus wie in so einer Freakshow. Ab in die Unterlinie. Ach nee, da ging es gar nicht. Hier drin heißt es immer noch, dass... Achso, der hier. Ja. Der da die Fähigkeit haben wollte. Keine Ahnung. Hat damit der Geld verdient. Naja. Der wird wohl ewig ein Rätsel bleiben. Bushaltestelle. Edwins Bauernhof. Denke ich ganz schön traurig, dass uns nichts einfällt, womit man Geld verdienen kann. Das ist traurig. Spricht nicht gerade für uns. Mach ihn doch zum Computerspieler. Weil wir auch so reich von werden. Ja, es gibt auf jeden Fall... Ach, es gibt da Möglichkeiten. Viele. Wir gehen mal ins Restaurant. Full Stop Diner. Willkommen im Full Stop Diner. Klasse, da sind Hunde am Tisch. Alter. Und Monster, die kämpfen. Alter. So, gleiches Spiel. Wie immer. Mir ist langweilig, gib mir etwas zur Unterhaltung. Hilfe, der Ofen brennt. So, was hat denn Nine heute? Also, lass ihn künstlerisch werden und dann mit seinem Enis malen. Nur das Niveau bleibt im Keller. Sehr gut, merke ich. Da sorgt sie für. So, ups, ich habe vergessen, ein Geschenk in die Schachtel zu stecken. Da haben wir hier die beiden Hunde. Wann gibt es Abendessen? So, mal hier. Auf der Werbetafel sollte zu sehen sein, was wir hier anbieten. Und das bitte ich ohne Enis zu lösen. Bei diesem Ungeziefer werden wir den Hygienecheck nicht bestehen. Ich stecke im Gefrierschrank fest, hilf mir raus und ich wärme mich auf. Und wir suchen nach einer geeigneten Person für unseren Club.
Alter. Das ist ein ein Minotaurus und ein grünes Monster. Suchen nach einer geeigneten Person für den Club. Regel Nummer 1, man redet nicht über den Club. Diese ähnliche Affinesse bei den Damen. Ja, ich merke das. Da spricht der Robbie Bubble aus mir. Sitzt die jetzt wirklich daheim mit einer Flasche Robbie Bubble? Nein. Eieieiei. Das sind sie, die Alkoholiker. Na, wunderbar. So, was haben wir? Applaus, Applaus, Applaus. Niveau bleibt im Keller. Susi und Strolch. Monster, Wurfel, Enis, Affinesse. Da spricht der Robbie Bubble aus mir. Ich brauche Tipps, ich brauche Tipps. Macht euch nützlich. Weil es die ganze Zeit zum Chat vertieft, dass ich gar nicht zugehört habe, was hier die Aufgaben sind. Ich bin mir fast sicher, es hat keiner zugehört. Ein Basilisk für die Monster. Machbar. Machbar unterwegs. Wieso sollen die zu Stein werden oder warum? Nee, nee, das sind Monster und die brauchen jemanden für einen Club. Da passt ein Basilisk ein schön mit rein. Was? Basilisk. Ein Wappentier der Schlangenkönig. Der Furchtklapp. Ach, schön. Regel Nummer 1. Man redet nicht über den Furchtklapp. Feuerlöscher für den brennenden Ofen. Der ist auch machbar. Feuerlöscher. Hätte ein Wasser-Pokémon genommen. Oder mit wasserspritzenden Elefanten, um das Ganze noch aufzupeppen. Ich habe jetzt den Feuerlöscher in den Ofen gesteckt und dann kam raus, Alter, was ist hier los? Dann kam raus ein verkorkeltes Huhn und ein Feuerlöscher. Ja. Interagieren. Interagiere. Benutzen. So. Feuer gelöscht. Oder einen wasserspritzenden Elefanten. Jetzt hängt es wieder öfter bei Nina. Hab nichts umgestellt. Mich trifft keine Schuld. Dafür läuft es bei mir jetzt flüssig. Schuld dabei mit dem Kammerjäger. So. Sehr schön. Hygiene-Check bestanden. So, was hat man noch? Langweilig, Unterhaltung. Dann hatten wir... Auf der Werbetafel sollte zu sehen sein, was wir hier anbieten. Wann gibt's Essen? Susi und Strolch. Kein ja, Geschenk hier, in der Schachtel. Der Unterhaltung braucht, den kannst du doch da so einen Affen mit Hut. Tanzendes Äffchen? Das kriegen wir hin. Oder gib ihm hier so ein Schläger, wo so ein Ball an einem Band dran ist, damit er so Pong machen kann die ganze Zeit. Ich gebe jetzt einfach mal Affen. Karten oder Würfel für den langweilig ist, kommt von okay. Sarah. Achso, das war vorhin das mit dem Würfel. Was hast du gemacht? Ich hab mal kurz mein Headset runtergeschmissen. Alles klar. So, er hat was zum Würfeln. Und seine Freundin verpisst sich, herrlich. Torte für die Hunde. Kriegen sie. Torte. Sahnekuchen, Küchlein, Zuckerguss. Leuchtend. Irgendwas möchte noch nie... Die Würfel sollten leuchtend sein anscheinend. Torte für den Hund, okay. Das Hunderendezvous ist auch gelöst. Leuchtend weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Leuchtende Würfel? Denke mal. Zu spät. Er hat seine Würfel schon. Achso, und den in der Gefriertruhe haben wir auch noch. Was leere Geschenkepackung kannst du einen grünen Hamster packen. Das können wir machen. Das ist machbar. Objekt grüner Hamster. Was sollst du denn mit dem im Gefrierschrank machen? Na, rausholen und aufwärmen. So, grüner Hamster zum Geburtstag. Hat gut funktioniert. Wer freut sich nicht darüber, ne? Na?
Werbetafel soll leuchten. Die Werbetafel kann ich nicht anklicken. Aber ich kann ihm einen Leuchtstift. Oder einen Scheinwerfer. Na? Er möchte nichts auf die Tafel schreiben. Haben wir noch eine Idee? Mikrowelle für den Gefrorenen, okay. Erstmal hole ich den heraus mit der Brechstange. Dann explodiert er doch. Dann explodiert er doch. Probier mal aus. Probier mal aus. Brecheisen. Schwupp. Ist geleert. Dann brauche ich eine gigantische Mikrowelle. Benutzen. Adjektiv. Eingeschalten. Abgeschalten, ausgeschalten, nee, angeschalten. Sie scheint aktiviert zu sein. Nino schreibt noch was von einer Menükarte. Eine Menükarte für oben, das kriegen wir hin. Ich mache erstmal den hier unten mit dem Flammenwerfer warm. Flammenwerfer, so, zack. Verbrennt. Er ist aufgetaut, er ist weg. Auf ewig verschwunden. So, und du bekommst jetzt eine... Also, ne Menükarte. Maniküre, Menükarte, ne, eine Speisekarte. Speisekarte. Ja, die nimmt er. Nein, auch nicht. Eine... Ein Autor. Ja, das hat funktioniert. Ach so, jetzt ist da was auf der Karte. Ach so, wir sollten quasi das, was es da zu essen gibt, auf die Karte draufpacken. Als Bild. Jetzt ist da ein Autor drauf. Sinnloserweise. So, 7 von 9, aber irgendwas können wir nicht machen. Weil wir schon wieder bei irgendwas zu schnell waren oder irgendjemanden verbrannt haben, der eigentlich hätte noch eine Aufgabe gehabt. Ich wünschte, er könnte mir etwas Besseres geben, damit ich mich besser fühle. Ja, das mit der Unterhaltung hat nicht geklappt, da muss man nochmal irgendwas geben. Die Freundin ist sauer, deshalb muss er irgendwas haben, was sie glücklich macht. Und schreibt jetzt nicht Penis. Währenddessen aktualisiere ich die Map nochmal. Kannibalen? Ich glaube, das war nicht auf die Aufgabe bezogen mit dem glücklich machen. Ich glaube auch nicht. Ich setze doch einmal das Level zurück. Weil wir hier schon wieder irgendwas verkackt haben. Ach nee, den hier unten mit dem, den wir aufwärmen sollten. Dadurch, dass wir den getötet haben, hat es nicht ganz funktioniert. Ich mache hier einfach jetzt mal... So. Warm. So, schon geht's ihm besser. Es kommt wieder der Pinguin zum Einsatz. Es kommt wieder der Pinguin zum Einsatz. Von Nina. Sogar Pinguin. Ja, damit macht er die auf jeden Fall glücklich. Das dachte ich vorhin auch und das hat nicht funktioniert. Man muss noch Bartschild eingeben. Nein, jetzt hat sie einen Monokel. Nein! Entfernen.
Ich ja, ich glaube, mit Monokel wird sie nicht glücklich, nee. Nee, ich kann dem winzigen Pinguin kein Monokel geben. Gib ihm halt eine Heizdecke. Ich merke schon, irgendwas klappt hier schon wieder nicht. Jetzt kann ich nämlich... Ich kann dem ja nochmal irgendwie einen Würfel, dass die wieder sauer wird. So, ah, da haben wir die Aufgabe wieder. Ich wünschte, er könnte mir etwas geben, damit ich mich besser fühle. Ja, die Heizdecke hat sich schon erledigt, da dort unten ist schon wieder aufgetaut. Wir brauchen immer noch was, damit die Olle sich besser fühlt hier. Wobei sie ja schon einen Monokel hat. Cool, der kleine Pinguin hat Hunger. Soll ich ihm jetzt einen Blumenstrauß geben, dass das Elend hier ein Ende hat? Gib ihm ein Kätzchen. Dann geben wir ihnen ein Kätzchen. Ein Katzenbaby. Ja, das finden sie klasse. Sehr gut, der Love-Doktor. So, was haben wir hier? Mahlzeit. Gib den hungrigen Gästen etwas. Kätzchen-Welpen-Schokolade. Jetzt kommt's. Dieses Restaurant hat außergewöhnliche Kunden. Gib dem Schuljungen etwas, um zu wachsen. Fruchtzwerge. War auch mein erster Gedanke. Ich gebe das dabei mal ein. Fruchtfeige, Fruchtbirne, Fruchtfliege, Fruchtpresse, Früchtetee, Fruchttreppe. Nein? Der Fruchtklapp. Erste Regel im Fruchtklapp. Man redet nicht über den Fruchtklapp. Zweite Regel im Fruchtklapp. Man redet nicht über den Fruchtklapp. Dritte Regel im Fruchtklapp. Wer neu ist, muss pürieren. Ein Steak, damit er wächst. Okay. Hiermit. Milchschnitte. Ah. Und auch da kam Fruchtklapp. Steak hat funktioniert. Gesundes Essen hat mich angeregt, stark zu werden. Sehr gut. Da kommt der nächste, Dracula. Der Vampir will etwas Neues ausprobieren, gib ihm ein Getränk, das seinen Durst stillt. Naja, ein Klassiker wäre jetzt eigentlich die Bloody Mary, aber das wäre zu einfach. Ich bin schon am Tippen. Glas Milch, Fleisch. Ich könnte einen Bloody Mike. Einen blonden Mike. Herrlich. Was ist das denn? Irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Der blonde Mike ist explodiert, dann sind Bienen rausgekommen in Eis. Ah. Der Vampir hat jetzt das Eis gegessen, das Mike verloren hat. Das war lecker, danke, dass du meine... dass du mir eine freundliche Alternative gezeigt hast. Sehr schön. Der Roboter. Der Roboter ist für eine Nachrüstung hier. Gib ihm etwas, das ein Roboter essen könnte. Roboter können alles essen. Bender braucht doch immer Alkohol, damit er läuft. Wir warten mal, was die Mädels für eine Idee haben. Ja. Der erste Tipp ist sogar schon aufgeploppt. Ich versuche mir jetzt mal die Videovorschau mit anzeigen zu lassen. Diesel ist ein Vorschlag. Diesel. Soll er bekommen? Hey! Hey Cowboy! Du hast dein Pferd getauscht für den Diesel. Weitere hilfreiche Tipps wären Muttern, eine Glühbirne oder Schrauben. Wir nehmen mal Schrauben. Aber
Der Blechmann bei der Zauber von Oz hat ein Herz gesucht. Vielleicht sollen wir ihm Herz zum Essen geben. Der Roboter möchte keine Schraube essen. Dann gib ihm dein Herz. Ein Herz, ich gebe Gefühle. Glühbirne. Nein. Muttern? Na, alles nicht. Benzinkanister. Öl. Wie ist mit Öl? Na, Benzinkanister hat gereicht. Hat er gefressen. Ich habe mich mit deinem Roboteressen vereint und bin ein Androide geworden. Sehr schön. So, wen haben wir jetzt? Tarzan. Nee, der Kannibale! Nein! Der Kannibale will etwas Besonderes. Schreibe ein Abendessen für einen Kannibalen auf. Das gebe ich mal direkt an Nine weiter. Sie wollte vorhin einen Kannibalen. Eigentlich gucken im Moment nur wir zu, oder? Da habe ich einen kleinen Insider. Insider. Nee, geht leider nicht. Sophie ist auch gerade mit eingestiegen. Sophie ist auch mit eingestiegen. Grüß dich, ja. Sophie. Ich habe dem Kannibalen, ich wollte ihm eigentlich Jens geben. Hat aber nicht funktioniert. Weil Jens doch im Moment The Forest suchtet. Ja, stimmt, es sind 6 Zuschauer. Ich sehe im Chat nur 4. Weil Sophie nicht angemeldet ist. Mhm. Ich habe vorhin auf Dingens gesehen. Auf... Mein Vorschlag wäre Hannibal Lecter. Ja. Besonderes Essen. Ja, Ich habe vorhin auf Dingens, keine Ahnung, ich bin gerade durcheinander. Auf Yahoo gesehen, dass Nine nochmal auf Follow gedrückt hatte. Kam das hier im Chat? Habe ich das übersehen gehabt? Ja, Jens hat nicht funktioniert. Da kann ich gar nichts zu sagen. Ein Menschenherz, ein Herz. Blutpumpe. Kriegt er. Fand er gut. Hat er geschluckt. Hat er angenommen. So, das habe ich gebraucht. Hm, du siehst auch ziemlich lecker aus. Bis nächste Woche. Na, Igitt. Gib dem Kannibalen den Kannibalen. Ja, sehr gut. So, die Aufgabe hätten wir erledigt. Eine haben wir, ne? Dachte ich. Ja. Hier drüben. Na, wieder durchs Feuer gelaufen. So, Kochgehilfe. Gib dem Koch Zutaten, um für jeden Kunden etwas zu kochen. Nee, kam nicht. Ich wollte auch einen Pinguin sehen. Gib dem Koch Zutaten für verschiedene Gerichte. Füge als erstes 3 Zutaten für eine Pizza hinzu. Ich brauche 3 Zutaten für eine Pizza. Los geht's. Oh, da halte ich mich raus. Ich habe gerade das Pizza-Hemd gerade gegessen. Da wird mir schlecht, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ich mache mich dabei mal wieder fliegend und schnell. Nee, kein Objekt. Kannst dich ja mal blitzgescheit machen. Nee. Komm mal vielleicht schneller voran. Wozu hab ich denn hier den Chat? Also wenn du den Chatverlauf bitte dir nochmal angucken würdest, da ist nichts blitzgescheit. Objekt hinzufügen. Schlaue Zuschauer. Ich glaube, wir vergraulen uns gerade unsere einzigen Zuschauer, die wir hier haben. Ein bisschen. Salami und Maden. Sehr gut. Das wird sehr schön. Salami. Maden. Und noch ein bisschen Rucola. Nüsse. Fleisch ist ein super Belag. Und Ananas. Die will er nicht. Die Maden will er nicht. Ja, die hätte ich wahrscheinlich als erstes nehmen müssen, anstatt der Salami. Ja, dann Nüsse und Ananas noch. Ich gebe mal Ananas ein. Ananas. Ananas. Bitteschön. Ja, Ananas findet er gut. Das fügt der Pizza ein kleines bisschen Süße hinzu.
Ich glaube, das im Chat war an dich. Aufpassen, Schnapsi. Nüsse. Nüsse geht nicht. Nässe, Nase, Nessel, Nessi. Schon wieder Nessi. Nuss. Nussnest. Es gibt keine Nuss. Paranuss. Walnuss. Walnuss nimmt er. Ich probiere jetzt nicht, ob Paranuss geht. Nein, die Nuss will er auch nicht. Natürlich wertschätzen wir euch. Ach, das ist sehr nett. Ach nee, das warst du. Ja. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Chili. Schote. Gib ihm. Ja, nimmt er. So, Gemüse sorgt für eine gesunde Pizza. Sehr gut. Die Pizza braucht eine Geheimzutat. Füge sie mit dem Notizblock hinzu. Die Geheimzutat ist Glutamat. Glutamat. Geldautomat. Nein? Ja, genau, ein Geldautomat, natürlich. Geschmacksverstärker. Gabelstapler. Also das klappt nicht. Wir brauchen immer noch eine Geheimzutat. Ja, die geheimste Zutat ist doch immer noch Liebe. Liebe. Das finde ich schön. Er hat ein menschliches Herz hinzugefügt. Oh, mh, die Pizza sieht lecker aus und da kommen sie und stürzen sich drauf. Geil. Nom, nom, schmeckt das gut. Nom, nom. Dünne Vorschläge auch Menschenhaare und Maggi. Maggi ist die Geheimzutat, das ist allerdings richtig. Ach Mist. Zehennägel, auch gut. Nun werden wir der Hexe einen Phönix backen. Echt jetzt? Nun werden wir der Hexe einen Phönix backen, steht hier. Oh weh, dann werden wir der Hexe ein Wurstbrot zusammenschrauben. Füge Zutaten für diesen magischen Vogel hinzu. Wir brauchen Zutaten für einen magischen Vogel. Magi. Also wir brauchen Hühnerknochen, Asche und ein Feuerzeug. Das probieren wir direkt mal so aus. Hühnerknochen, Hühnerstäbchen, Henkerknoten, Hühnerkostüm, Hühnervogel. Hühnerkostüm ist doch gut. Hühnerkostüm ist klasse. So. Das ziehen wir dem Koch an. Brauchen wir Asche. Verbrennungsrückstand. Sehr gut. Das ist weg. Moment. Asche klappt. So. Federn kommt noch. Asche ist drin. Hat funktioniert. Verleiht dem Phönix die feurige Komponente. Feuer, Tannenzapfen für die Hexe. Was, Tannenzapfen? Das Hühnerkostüm fällt wenig reinfallen. Tannenzapfen für die Hexe. Ich gebe einfach mal Tannenzapfen ein, mal gucken, was rauskommt. Federn kannst du ja sonst nehmen. Nein, Tannenzapfen fallen auch nicht rein. Federn kriegen wir hin. Feder. Tiergewand, Schreibzubehör. Schreibzubehör alt. Wir nehmen das Tiergewand. Hat funktioniert. Verleiht dem Phönix Feder. Nur Tannenzapfen ging nicht. Hühnerkostüm. Hühnerkostüm hat auch nicht funktioniert. Hab's nochmal probiert. Wir brauchen noch irgendwas. Wir haben Federn, wir haben Feuer. Also was besteht so in Phönix noch? Ja, Asche und Federn hatten wir. Na, aber... Jetzt muss ja noch was Magisches sein, oder? Ja, ich hab schon geguckt, aber Magie geht nicht. Magie ist magisch. Spucke sollen wir noch reinhauen in den Sud. Spucke sollen wir noch reinhauen. Jo. Steht das dort? Nee, kam gerade aus anderer Quelle. Kam aus anderer Quelle. Spucke hat nicht funktioniert. Schade. Ich habe einfach das Herz noch mehr reingeschmissen. Das Herz scheint für alles zu gehen. So. Schwein. Da ist er. Wir haben einen Phönix geschaffen. Gebacken, nicht geschaffen. Gebacken. Sieht aber immer noch etwas roh aus. Huch.
Ein Mondstein oder ein Kristall sollten reingeschmissen werden, auch nicht schlecht. Zu spät, das menschliche Herz hat's gebracht. Und dann hat er sich selbst angezündet und ach, was sag ich überhaupt, du siehst's ja gleich. Unser letzter Kunde will, dass wir ein Motorrad backen. Lege dafür 3 Zutaten in den Ofen. So, jetzt warten wir wirklich mal auf die Tipps. Yep. Ein Motorrad. Stein der Weisen ist auch schön. Das ist richtig. Ein Stein zum Schmeißen. Hält Sophie das überhaupt lange auf, so zuzugucken? Das ist schon wieder raus. Ach, schon wieder raus. Ja. Guckt Sherlock Holmes weiter. Alles klar. Aber von dir kam noch der Tipp mit der Spucke. Alles klar, das dachte ich mir schon. Hat nicht funktioniert. Na gut, sie ist mit draußen. Ja. Das hat sie aber noch gesehen. So, Räder. Und Motor. Und fertig ist das Motorrad. Räder. Radar? Nein, vielleicht sollte ich nur Rad eingeben. Rad. Reifen. Motor. Motor ist auch drin. Und einen Fuchsschwanz. Fuchsschwanz-Werkzeug, Fuchsschwanz-Pflanze. Schade, geht beides nicht. Ich habe einfach mal die Säge noch mit reingeschmissen. Chrom. Was kommt denn jetzt? Will alles nicht. Leder. Leder hat funktioniert. Jetzt hat der Fahrer einen Platz zum Sitzen. Hate Angel. Dieses Motorrad sieht zu gut zum Weggeben aus. Bis dann. Tschüss. Du verpisst doch sich, der Koch. Und die Olle steht jetzt da, hungrig. So, Level vervollständigt. Geh zu Lilly. Und wer ist Lilly jetzt genau? Und das ist die Schwester von unserem komischen Maxwell hier. Lux. Übrigens, wir können da jetzt auch einen anderen Charakter irgendwie spielen, wurde vorhin irgendwie auch geploppt. Ja, das ist richtig. Der hat 47 Geschwister und die kannst du alle spielen. So. Na? Ja, also wird die gerammelt wie die Wildkaninchen. Aber hallo. Also, laut dem, was hier die Karte noch hergibt, können wir bis 2016 Scribblenauts spielen. Alter, das ist echt super viel. Da haben wir ja noch ein paar schöne Sonntage vor uns. Definitiv. Das Tintenfass-Gymnasium. Ab ins Tintenfass-Gymnasium. Okay, das ist ein sehr langes Level. Schauen wir mal. Es sollte wirklich etwas oben auf diesem Mast sein, das man grüßen kann. Hä? Okay. Eure Aufgabe. Ich will alle zum Lachen bringen. Ich möchte jemanden treffen, der in der Mitte seiner Karriere steht. Ein Raufbold? Achso. Da hockt einer am Spind. Es ist so gefährlich für mich, aus diesem Spind zu kommen, solange der Schläger da ist. Verletze ihn nicht. Ach, da wüsste ich gleich, wie es sich ja mit dem Schläger mache. Schütze mich vor den Ballwürfen im Völkerball. Gott, ich fühle mich gleich wieder an meine Schulzeit zurückerinnert. Das hast du auch immer im Spind, ja? Nur, da kommen wieder alte Ängste auf, sage ich dir.
Wirst du wohl verdient haben. Platziere. So, Geier kam hier von Nina. Geier. Das ist sehr gut. Ich gehe gleich wieder zurück und dann fangen wir an. Ted Mosby. Ted Mosby. Ja, das würde ich natürlich mit dem Schläger machen, ne? Ja. Platziere etwas in meinem Topf, damit ich den Schülern, dass ich den Schülern zum Mittagessen servieren kann. Da kommt sowieso wieder das menschliche Herz. Ja, ich weiß nicht. Großer Bruder. Was haben wir hier? Dieser Spielplatz ist langweilig. Er könnte ein paar interessante Attraktionen gebrauchen. Flammen und Speere. So, gib dem Schläger ein Ballerina-Kostüm. So fangen wir an. Damit fangen wir an. Ballerina-Kostüm. Bärenkostüm, Ballerina, Bananenkostüm, Bienenkostüm. Ich finde das Bienen... Das ist blöd. Ballett... Ein Tütü heißen die Dinger doch, oder? Wie werden die geschrieben? Tutu. Oder Tütü mit Ü. Nein, eine gigantische Glaskugel. Oh. Moment. Nächster Tipp, Lehrer. Ich kann dem Raufbold das Tütü nicht geben, solange der vor dem Spinn steht. Pinbot. Ja, stell den Pinbot hin, das ist bestimmt der Raufbold abgelenkt und will die ganze Zeit spielen. Objekt erschaffen, ein Tütü. Nein, ich kann dem das nicht geben. Das ist doof. Na dann gib ihm, dann setz ihm eine gigantische Glaskugel über. Aber ich würde das wirklich mal. Guck mal, ob du Pinballautomat findest oder sowas. Schupp. Und ansonsten hätte ich halt das Adjektiv weinerlich als Notlösung. Pinball, Flipper. Ja, ein Flipperautomat eben doch. Das juckt ihn nicht. Na, dann mach ich ihn weinerlich als Adjektiv. Geht ja. Das? Stimmt, bestimmt. Einfach, ich mache schwach. Nee, nicht schwach, das ist ja langweilig. Dann mach man weinerlich. Oder schüchtern. Jetzt weint er. Na, siehst du. Kommt er jetzt raus? Nö. Gib dem Schläger ein Mädchen. Ein Chick. Ein Chick, genau. Dem weinerlichen Schläger. Ein Mädchen, eine junge Frau. Oh. Ich glaube, ich habe ihm gerade etwas Gutes getan. Ich habe ihm das Mädchen mit da reingesteckt. Was? Nein, oder? In den Spind? Ja, ich habe das Mädchen mit in den Spind getan. Ich habe jetzt irgendwas bekommen. Aber ich habe keine Ahnung was. Das Mädchen ist auf den Flipperautomat gesprungen und das war's. Ich bin leicht verwirrt. Gib dem Kind im Spind eine Kettensäge. Kettensäge, ab im Spind. Nö, fand auch nicht gut. Vor allem, da kam die... Die ist ja glücklich auch wieder rausgekommen, ja? Ja. Hier ist was los. Ich habe versucht, mit dem Bären zu vertreiben und das hat nicht funktioniert. Jetzt steht... Was machen wir denn? Ich weiß es nicht. Ich gehe erst nochmal zurück und packe einen Geier da oben hin. Ich kann den Geier nicht an die Fahne hängen. Was könnte man denn grüßen? So, nochmal von der Geiler. Eine Eule. Geiler Geier? Eule. Das sollte wirklich etwas oben auf diesem Mast sein, das man grüßen kann. Also, ich kann weder die Eule noch den Geier dorthin packen. Gib ihm Mut. Wieder da drüben. Dem im Spind. Mutig. Naja, so ein Mast ist ja nun meistens irgendwie eine Fahne eigentlich oder eine Flagge, ne? Jetzt ist der Spind mutig. Hey. Mutiger Spind, das ist schön. Oh Mann. Flagge.
So, Flagge hängt. Er kann grüßen. Der Spind hüpft jetzt hin und her. Gib dem Schläger ein... Achso, gib dem Schläger ein Mädchen, was Pinbot? Gigantische Glaskugel? Ja, nee, wir sind aber, gib ihm Mut oder mach das Kind mutig, aber das hat ja jetzt nicht geklappt. Irgendwie haben wieder Tipps vermischt, wurde schon bemängelt. Ach hier, stell doch einfach mal die Mutter daneben. Mach mal Mutter. Ja, ich hab den jetzt schwach gemacht, erst draußen. So einen kleinen Typen aus Österreich kann er grüßen. Was? Achso. Der ist draußen, der vor der Fahne so lutscht. So, das ist hier Macht. Er will alle zum Lachen bringen und sie braucht jemand, der in der Mitte seiner Karriere steht. Wer steht in der Mitte, mitten in seiner, was, in der Mitte seiner Karriere? Ja, keine Ahnung. Wird uns der Chat verraten. Was wollte der? Vor dem Ball werfen im Völkerball. Und hier was zu essen. Alter, hier liegt schon wieder alles voll Müll. Klassenclown, was habe ich denn jetzt? Jetzt haben wir irgendwas erfüllt. Wo kommt denn da jetzt ein Clown her? Ey, ich habe keinen Clown eingegeben. Das Spiel erledigt sich von alleine. Alter, Maxwell wurde bezwungen. Ich bin tot. Weiter, Level zurück. Also der Klassenclown ist jetzt erledigt. Irgendwie ist der zum Clown. Ach so, die Glaskugel war für den... Jetzt! Was? Nein, guck mal in den Chat. Jetzt verstehe ich das. Ah, alles klar. So. Also die Glaskugel schützt ihn nicht. Dann brauchen wir den Flipperautomat für den Spielplatz. Ja, das findet er geil. Ist dein ganzer Zirkus mit aufgetaucht hier. So, und Ted Mosby für die Karriere wird niemals funktionieren. Nein. Naja, dann mach doch einfach einen Architekt. Einen Architekt. Ah! Herrlich. Die schnappt sich den jetzt. Ein Ballnetz. Kommt raus, Bajonett. So, Tennis, ein Netz. Nimm die Kugel weg, du Depp. Das Ballnetz juckt ihn nicht. Das will er leider nicht. Platziere ein Tier für die Klasse in mir. Hä? Ja, wir brauchen noch was zu essen für die Schüler. Wir brauchen irgendwas für den Ball. Und wir brauchen platziere ein Tier für die Klasse in mir. Ein Döner-Teller fürs Essen. Ein Döner-Tier fürs Essen. Ich denke nicht, dass so spezielle Spezies wie das Dönertier hier vorhanden sind, aber ich kann es ja mal probieren. Dann machst du tierischer Döner. Ich kann einen Döner machen. Spieß. Also einen tierischen Döner. Dann kann ich den
riesig und lebendig machen. Gib dem Jungen in der Turnhalle eine Ritterrüstung. Schüler kriegen mehr Schweinchen zu essen. So. Ein riesiger, lebendiger Döner? Geht nicht. Ja, also Schüler kriegen mehr Schweinchen zu essen und gibt dem Jungen in der Turnhalle eine Ritterrüstung. Die Rüstung bin ich gerade dabei. Brustpanzer, genau. Jo, Rüstung hat funktioniert. Alter! Schon kommt von überall die Bälle geflogen. So, dann haben wir hier Meerschweinchen. Das Schultier für die Klasse soll ein Nacktmull werden. Das wird schwierig. Aber ich kann es versuchen. Gerade hatte ich auch eine Schildkröte, die wird's im Zweifelsfall. Adjektiv gebraten. Also gebratenes Meerschwein geht nicht. Hm. Ach so, ich hab's im Dingens. Ja, ich muss es im Topf platzieren. Das war relativ doof. So. Ich habe ein Meerschwein platziert und es wird zum Burger. Sehr gut. Lass es dir schmecken. Er hat's gegessen und ist tot umgefallen. Was? Nee, er atmet noch. Er atmet noch. Keine Gefahr. So, und ein Nacktmull. Geht, den gibt's. Herrlich, das Klassenhaus, der ist ein Nacktmull. So, und was haben wir hier? Verrückte Wissenschaft. Hilf beim Gewinnen der Wissenschaftsmesse, indem du ein gemeines Wesen erschaffst. Das sollte doch kein Problem sein. Nimm den Milchbubi. Gibt's immer noch das Essen im Topf? Ja. Nee, das haben wir jetzt mit dem Meerschwein schon erledigt. Das muss reichen. Die jährliche Wissenschaftsausstellung steht an. Hilf den Schülern dabei, eine Lebensform zu erschaffen und zu gewinnen. Gib der Amöbe zuerst eine Nahrungsquelle. Wir brauchen eine Nahrungsquelle für die Amöbe. Cool, daraus entwickelt sich dann bestimmt irgendwas. Das muss irgendwas ganz Cooles sein. Hallo, da wird irgendwas richtig... Das geben wir als Aufgabe raus? Ja. Was geben wir der Amöbe zur Ernährung, damit das sich dann daraus eine Fähigkeit entwickelt? Das geht so schief. Solange es kein japanisches Tentakelmonster wird. Beeinflusst du die Zuschauer? Nein. Rotz. Sehr gut. Gib es. Hat sie gefressen. Nein. Das scheint ihr nicht geschmeckt zu haben. Sperma. Ich kann aus Sperma Speck machen. Das ist ja fast das gleiche. Speck hat's gefressen. Protein ist Protein. Nun benötigt sie etwas Wärme, um vernünftig wachsen zu können. Wir brauchen Wärme. Wärme, ihr seid gefragt. Leg eine Sonne daneben. Ein Stern. Nur noch bei Gummibärchen. Na, noch habe ich nichts für Wärme. Aber was ich jetzt überlegt, ist das Spiel ganz schön krank. Also ich weiß nicht so richtig, ob man das für Kinder oder... Ja, Heizstrahler. 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 Heimtrainer, Heckstarter, Heilstätte, Heizkörper. Heizkörper, Mikrowelle ansonsten. Oder hat geklappt? Oh, Igitt. Also jetzt ist es schon ein kleiner Slimeok. Wow, sie wächst. Als nächstes sollte ich ihr etwas geben, das der Körper eines solchen Wesens brauchen könnte. Was könnte der Körper eines solchen Wesens brauchen? Form. Struktur.
Ein Exoskelett. Oh, wie dieser Wissenschaftler die ganze Zeit wo sinnlos wild rumrennt. Ja, das bin ich. Das bist du? Achso. Ja, ich kann doch einfach stehen bleiben. So. Ich habe ein Wartezeitäffchen gemacht. Monokel. Das könnte der Körper eines solchen Tieres brauchen. Ein Monokel, natürlich. Flügel. Ein Anzug. Jetzt ist es kleiner geworden. Flügel finde ich gut. Reißzähne. So, ich habe alles mit reingesteckt, aber das scheint es noch nicht gewesen zu sein, ein Schwanz. Schwanz hat funktioniert. Jetzt beginnt es zu wachsen. Jetzt sollte ich dem Wesen dabei helfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Das hat nur Beine. Jetzt hat es ein Auge, jetzt hat es Flügel. Alter, das Wesen braucht noch einen Namen. Platziere Buchstaben auf der Leinwand und betätige den Schalter. Alter. Ist das eklig. Platziere Buchstaben und nehme den Schalter. Ich brauche einen Namen für das da. Was auch immer wir da geschaffen haben. Ich gucke mir dabei den tanzenden Affen an. Das sieht ja so schlimm aus. Herrlich, oder? Wart ab, gleich. Wird noch besser, hier. Schuppen, Reißzähne, Anzug, Flügel, was denn hier? Sumi? Sumi. Sind alle konform mit Sumi, oder? Ja, warte noch kurz. Brumsel. Kommt der näher das Brumsel passt schon eher bei dir. Komm, ja, Brumsel finde ich fast besser. Glubschi. Guppi. Ich sage Brumsel. Ich schaffe einfach mal ein Objekt. Okay. Brumsel. Okay. B. Der Buchstabe B. B. R. Ü. Das ist ja aufwendig. Brumm. Haben wir hier schon ein S. Brumsel passt nicht ganz hin. Moment, ich habe eine Idee. Brumsel. Alter. Brumsel. Und Hebel. Betätige den Hebel. Da ist der Hebel. Wir haben es Brumsel getauft. Sehr schön. Mein Name wird dieser Schönheit nicht gerecht. Guckt dann ihr Super Bowl. Super Bowl. Nein, natürlich nicht. Ja, habe ich ja nebenher an. So, nu? Achso, da ist unser Stern. Level vervollständigt. Sehr schön.
war's, oder? Tatsächlich, wir haben das Gymnasium relativ schnell abgefrühstückt. Was sagt denn die Allgemeinheit? Noch ein Level, oder? Wollt ihr Super Bowl gucken, oder? Ich weiß gar nicht, wann der losgeht. Vorberichterstattung hat gerade irgendwie angefangen. Alles klar. Vor 17 Minuten, ja, müsste jetzt gerade angefangen haben. Also, ich gucke zwar kein Super Bowl, aber ich würde mich dennoch jetzt für heute verabschieden. Na? Sagen. Ich was die anderen beiden? Ich persönlich hätte schon Lust, noch ein bisschen weiter zu machen. Fragt sich, ob wir... Dingens, ja, jetzt ist Nina erstmal kurz neu laden. Fragt sich, ob wir noch eine Runde Scribble Knights spielen oder ob wir gucken, was wir noch haben oder... Einfach mal in die Runde gefragt. Immer diese 20 Sekunden Wartezeit, ja. Sarah sagt noch ein Level. Noch ein Level. Na, machen wir noch ein Level. Du Nina verabschiedest dich trotzdem? Nina hatte jetzt kein Mitspracherecht. Das ist wohl richtig. Ja, also ich würde mich verabschieden. Ich wünsche noch viel Spaß mit dem letzten Level. Alles klar, dann gehe ich auch aus dem TS wieder raus. Jo. Dann Steven, lass krachen. Jo, bis dann. Ciao. Und ciao, ciao. Grüße an die anderen noch. Disconnected. So. Da ist er wieder weg. Fand ich grundsätzlich auch nicht schlecht, dass er jetzt bei... Die Frage war, ob wir noch ein Level spielen, ob was anderes gespielt wird, ob wir aufhören, wie die allgemeine Lust steht. Sarah war auf dem Trichter noch ein Level, Steven ist jetzt schon raus. Mir persönlich ist es egal, ich hätte schon Lust, noch ein bisschen weiterzumachen. Ist die Frage, ob Scribble Knights oder was anderes. Ich würde euch da die Absprache kurz lassen. Porcelino? Pusselino. Das kommt von Pussy. Pusselino. Das können wir eigentlich mal machen. Stachelt mal alle an. Irgendwie auf der Coppelino-Seite alle mit Pussilino zu schreiben. Noch ein Level ohne den nervigen Typen. Alles klar. Dann machen wir das so. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Kurz nach 11. Also wir behalten das mal im Auge. Möglich, dass der Stream gleich mal abkackt. Wenn das wirklich an um 11 lag, dann haben wir es gleich wieder soweit. Erstmal will ich die Banane essen. Dachte ich mir, dass ich dann Bananen... Ja, Pussilino, finde ich schön. Genau so. Mensch, hier gibt es ja eigentlich richtig viel zu entdecken. Wir gehen jetzt mal in die Höhle. Majuskelgrotte. Das bringt es nicht unbedingt, wenn ihr das hier im Chat schreibt. Das muss auf die Gobelino-Seite. Die Nadine hat sich auch noch mal rein bequemt. Grüße dich. Läuft es denn jetzt besser oder nicht? Nö, ist gleich wieder weg. Sehr schön. Versuch was wert. So, da haben wir eine Medusa. Wir machen es wieder genau so. Ich fange vorne an. Und wo sollen wir schreiben? Keine Ahnung. Irgendwo auf Facebook, Coppelino und dann... Hauptsache bei ihm ploppt es auf und da steht, sie haben Kommentare. Ihr könnt ihm das auch privat an die Pinnwand schreiben. Das ist mir relativ wumpe. So, Hilfe, sorgt dafür, dass du die einsame Medusa, dass die einsame Medusa einen Partner findet, damit sie uns in Ruhe lässt. Alles klar.
Ich angle schon den ganzen Tag, fange aber nichts. Nee, Nadine ist schon wieder weg. War nur ganz kurz drin. Funktioniert wahrscheinlich nicht. So, ich bin zu hässlich für die Liebe. Sehr schön. Da lässt sich doch was mit anfangen. Das ist wirklich nur das kurze Stück hier. Ah, nee, hier geht's noch weiter rein. Ich will mir von diesem Brunnen etwas wünschen. Rotkäppchen, ich brauche Großräte für die Vormutter. Ich brauche Vorräte für die Großmutter. Nein, 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 nein. Wieder hoch. Den machen wir später. Mein Haus sieht so langweilig aus. Es könnte etwas Farbe gebrauchen. Und dann haben wir hier oben noch was. Na? Wie kommen wir da am dümmsten rauf? Das ist doch ein Lebkuchenhaus. Wir machen uns erstmal wieder fliegend. Adjektiv bananenartiger. Fliegend. So, was hier mit hier? Mädchen. Junge. Hänselen und Gretelen. Hilfe, Hilfe, verleih meinem Haus ein Adjektiv, um sie davon abzuhalten, es aufzufressen. Das wird doch schön. Giftig oder so. So, einmal durchgelaufen und da rauschen auch schon die ersten Kommentare rein. So, einen Wal für den Angler. Blaue Wal. Angelst du jetzt was? Komm. Ich wette, den nimmt er nicht, weil ein Blauwal ein Säugetier ist und der will ja einen Fisch fangen. Wir nehmen mal einen Pottwal. Den will er auch nicht. Okay, wir brauchen was anderes. Ein Wal will er nicht. So, Dynamit für den Angler. Dynamit. Ne, auch nicht. Einen Schlangenbeschwörer. Wie heißen denn die? Fakire sind... Ach doch, da... Mach Musik! Hat Angst. Der Schlangenbeschwörer haut ab. So, dann eben heilen. Pottwal ist auch ein Säugetier. Ja, das ist ja wohl richtig. Das ist völlig bescheuert, was ich hier mache. Sind gleich viele Haie. Vorrat für den See! Unser Schlangenbeschwörer ist tot. Och, unsere Wale sind auch gleich tot. Das ist der sicherste Bergsee überhaupt. Hier sollte man angeln. Hey, der Pottwal hat's alle getötet. Sehr gut. Und? Ne, die bekämpfen sich nicht mehr. Ja, ne, Fakir hat nicht funktioniert. Also, ich denke, das ist ein Fakir, aber der rennt nur weg und hat Angst. Und dann wird er vom Hai gefressen. Mach ihn verliebt. Den Fakir? Fakir kennt er nicht, aber Schlangenbeschwörer. Nein. Ja, so. Verliebt. Er ist verliebt, aber das bringt uns nicht viel. Ich denke, da müssen wir irgendwas Monströses, einen monströsen Partner müssen wir da finden. Aber ich habe schon gesehen, das Haus muss aus Spinat sein. Spinathaltig, senfhaltig, speckhaltig, spinnenartig. Einfach nur Spinat. Nein, Spinat will nicht. Ein Adjektiv mit Spinat gibt es nicht, spinatig.
Regenbogenfarben für den Wohnwagen. Regenbogenfarben. Regenbogenfisch, Regenbogenforelle, Regenbogenpresse, Regenbogenraclette. Aber eventuell als Adjektiv bunt. Sehr gut. Sardinen in Stiefel, das ist alles noch der Angler. Mach ihn verliebt, das ist alles der Fakir. Ja, Haus muss ein Spinat sein, Regenbogenfarben für den Wohnwagen, ein Frosch für den Brunnen. Der Froschkönig. Frischling, Froschanzug. Ein Frosch. Das bringt nichts. Frosch ist im Brunnen, tut aber nichts. Oh ja, spinnenartig. Das Haus soll spinnenartig sein. Spinnenartig. Sehr gut. Und schon sind sie weg. Oh. Alles klar. Das Haus macht sich selbstständig. Aber die Kinder fressen nicht mehr dran rum. Johohoho. Ich brauche immer noch Tipps. Wir haben den Wunschbrunnen, wir haben Rotkäppchen. Wir haben die Gorgone. Und wir haben das Hässlein hier. Darf überall was getan werden. Der rennt immer noch, der kommt nie weg. Die Münze für den Brunnen kriegen wir hin. Münze. Sehr gut. Hat funktioniert. Und ein Einhorn. Die Lösung ist immer ein Einhorn. Ich habe das... habe mir das gemerkt. Die goldene Kugel beim Brunnen hat nicht... Nein. Zu spät. Münze hat gereicht. Alter, jetzt fliegt die fort. Ist ein Ding. So, gibt's Pizza. Das hat auch funktioniert. Wo ist der Wolf? Nirgendwo. Noch zwei Stück. Gorgone und Hässlein. Gib dem Hässlichen eine Maske wie beim Phantom. Kriegen wir hin. Maske, venezianische Hautpflege, venezianische? Das hat nicht funktioniert. Wir könnten ihn ja einfach schön machen, aber... Ein Einhorn! Spiegel für die Medusa. Ne, wir müssen ja für die Medusa, müssen wir ja einen Partner. Sorgt dafür, dass die einsame Medusa wieder einen Partner findet, damit sie uns in Ruhe lässt. Ich kann mal mit einem, ich kann es mit einem Spiegel versuchen, aber... Nee, das will sie nicht. Spiegel ist ihr egal. Den Trick Schnalzer. Kennt sie schon. Adjektiv. Ein Adjektiv. Ein Adjektiv. Fukuhila. Fukuhila. Ist kein Adjektiv. Da können wir doch wieder einer schaffen. Fukuhila. Der hat vorhin schon nicht funktioniert. Nein, jetzt. Jetzt hat die Orgel. Fukuhila. Nein. Oh. Lebe, lebe. Nein, nein. Nein. Geh doch wieder. Hat das jetzt funktioniert? Ich kann ihn zumindest nicht wieder aus dem Wasser raussetzen. Jetzt wird er vom Pottwal gefressen. Oh nein. Nö.
Er ist leider immer noch, ja. Schönheitschirurg finde ich schön. Schönheitschirurg. Ja, sehr gut, er ist hübsch. Und schon stehen die Chicks Schlange. So muss es sein. So, und was haben wir hier? Zeus oder Thor oder einen Zentauren? Zeus, Thor, Zentaure. Zeus. Okay, der Zeus juckt sie nicht. Thor? Medusa auf Brautschau. Warum vermöbelt... Alter! Okay. Die Medusa verhaut alle. Zentaure. Alter! Das war so nicht gedacht, aber jetzt... Das mit der Medusa könnte schwierig werden. Vielleicht sollte man der Medusa mal einen Schönheitschirurgen holen. Aber die Medusa kriegt Thor und Zeus nicht klein. Sie sind schon mal zu stark. Jetzt verfolgt sie den Park hier. Ah, herrlich! Die sind wieder frei. Aber auch bloß, weil die jetzt die anderen getötet hat. Warum auch immer. Ja. Geschafft. So soll's sein. So, was haben wir hier? Komm näher, um mich zu starten. Schon wieder den Basilisken? Nee, wir haben es jetzt gepackt. So, der Pionier auf dem Oregon Trail. Richtung Westen, Start. Dieser Pilger geht Richtung Westen, aber was ist sein Beruf? Gib ihm ein Objekt, um ihn zu einem Bauern, Schreiner oder Bankier zu machen. Bauer, Schreiner oder Bankier? Erste Antwort gewinnt. Gigolo, echt jetzt? Nimm Poseidon, du siehst doch, was die mit der griechischen Mythologie macht. Die haut alles kaputt. Bauer, Schreiner oder Bankier? Mistgabel. Also macht man zum Bauer. So. Mein Ochse ist an Typhus gestorben. Erschaffe ein Tier, um ihn zu ersetzen. Sehr gut. Ein Tier. Die erste Antwort gewinnt wieder. Ich hätte ja eine Idee. Warte einfach einen Moment. So, jetzt seid ihr schon am Tippen. Nein, nein. Das tut mir leid. Ich wollte den erstmal woanders hinstellen. Das tut mir leid. Mein Essen wird knapp und ich weiß nicht, wie man jagt. Ich schaffe jemanden, der es mir beibringen kann. So, ihr seid dran. Ja, Pinguin oder Drache, es tut mir leid. Irgendwie dachte ich nicht, dass der den Brontosaurus direkt von Weitem schon da anhängt. Aber das scheint ihm gefallen zu haben. Ich brauche jemanden, der ihm das Jagen beibringt.
brauche einen Jäger. Mit Vorlieb einen Jäger der Nacht. Blade. Der Daywalker. Ja, das mit dem Lama ist leider etwas spät. Aber ich kann mal Lama eingeben, dann haben wir eins dastehen. So. Ein Langhals. Wollen wir als Jäger den Scharfzahn nehmen? Na? Kommt ein Jäger? Ich habe extra nichts eingegeben, ich warte auf euch. Ich verunstalte dabei das Lama. So. Ah, Moment! Nein, absitzen. Hut. Lamas mit Hüten. Aber Karl! So. Ein Höhlenmensch. Neandertaler. Oh. So. Jäger bringt's ihm bei. Ja, ein Schafzahn, ich hau mich weg. Alter, hier ist mächtig was los. Jetzt bekämpft sich hier alles. Ich habe es zum Ende des Weges geschafft. Erschaffe jetzt ein Heim für mich. Während ich hier den spannenden Kampf sehe, möchte ich von euch ein Heim haben. Ja, Lamas mit Hüten. Aragorn oder MacGyver wäre natürlich auch schön gewesen. So haben wir immer noch das Beste aus dem Lama gemacht. So, er möchte uns schon einen Tipp geben. Wir brauchen immer noch ein Heim für den Pilger. Ein Heim für den Pilger. Wo könnte der wohnen? Außer in der tollen Höhle hier. Eigentlich ist das schon geil mit dem mit der Höhle, dem ein Iglu. Captain Iglu. Iglu. Blöp. Gehen die da jetzt alle rein? Nee. Er geht auch rein. Sehr schön. Und wir haben einen Star Ride. Level vervollständigt. Eine Iglu-Pyramide Eiffelturm. So. Wir sind wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 11:30. Die Frage ist, habt ihr noch Lust auf was? Was Kleines? Ich habe eine Idee. Die könnten wir spielen, da will ich vorher aber eine rauchen. Sagt einfach, ob ihr noch fit seid. Für ein halbes Stündchen oder so. Ich gehe dabei eine rauchen. Und danach komme ich nochmal kurz wieder und dann gucken wir, ob wir das machen oder nicht. So würde ich das sagen. So. Ich mache dabei mal wieder einen Pause-Bildschirm. Und gerne rauchen. Bis gleich.